herzlich willkommen. Neno, ich habe es ja gleich gesagt. Wir schreiben in den Titel rein, dass wir was weglassen können, so was Blödes wie Testautomatisierung, und der Raum wird voll sein. Das sollten wir häufiger machen, ja. Ja. Und das noch Blockchain vergessen. Das ist ja was zusätzlich. Wir wollen was weglassen. Ach so. Das ist doch cool. Was Neues erreichen, indem wir etwas weglassen. Mhm. Wir, das hat gestern leider schon nicht funktioniert, also da arbeiten wir dran bis nächstes Mal. Wir versprechen es. Genau. Wir wollen an der Stelle ein bisschen reden über das Thema DevOps, über Dinge wie häufiges, kontinuierliches Ausliefern von Funktionalität. Und wir wollen darüber reden, wie wir das möglicherweise erreichen können, ohne dass wir Testautomatisierung brauchen. Wir machen eine kleine statistische Umfrage. Wer hier ist eher Tester? Oder würde sich so bezeichnen? Jawohl, wenige. Wer ist hier eher Entwickler? Wer hier kann automatisierbare Tests schreiben? Auch eine Menge, okay. Was haben wir noch? Testmanager, Projektleiter, sowas? Ja? Okay, gut. Wer glaubt schon, dass das möglich ist? Also Continuous Delivery komplett ohne automatisierte Tests. Einer. Achso, also, dass das sinnvoll funktionieren kann. Vielleicht sollten wir noch die Frage stellen, wir hatten heute schon eine Suite von automatisierten Tests, wo er sagt, hey, auf die können wir uns absolut verlassen. Also wenn die grün zeigen, dann ist alles gut und ich mache mir keine Sorgen. Wer hat sowas? Jetzt frage ich mich natürlich, was mit den anderen ist, die jetzt gerade nicht gestreckt haben, die aber sagen, wir schreiben automatisierte Tests. Wir wollen also ein bisschen reden über diese neue Zeit, wo wir mit Release-Trains arbeiten, was auch immer, wo wir sagen, hey, alles wird immer schneller, hektischer, irgendwie können wir uns nicht die Zeit lassen, was in Ruhe zu entwickeln, wenn es dann fertig entwickelt ist, sauber zu testen und dann sagen, ja, jetzt haben wir ein richtig gutes Gefühl und wir liefern es aus an unsere Kunden. So kann heute niemand mehr arbeiten. Fast niemand. Okay, es gibt noch ein paar rechtliche Inseln, aber mal sehen, wie lange die noch überleben werden. Also unsere Welt ist heute eher so, dass wir sagen, oh, wir müssen schneller reagieren können. Irgendwas ergibt sich, eine neue Chance. Irgendjemand kommt und sagt, hey, wir könnten hier einen super Deal machen. Wenn wir die und die Funktionalität in den nächsten 2 Wochen einbauen, dann habe ich einen super Deal. Ich habe einen neuen Kunden an der Angel oder wir haben hier eine neue Möglichkeit, die sich durch eine Gesetzesveränderung oder sonst was ergeben hat. Wir müssen nur schnell reagieren. Wir müssen die Ersten sein. Und dann ist die Frage, wie sieht die Organisation dahinter aus, um sowas zu ermöglichen? Magst du vielleicht deine Geschichte von dem Sturm in Amerika an der Stelle mit anbringen, Nino? Ja, ich meine, eine Szene, die aus dem letzten Jahr, ich weiß nicht, ob Sie alles mitbekommen haben, es gab doch diesen schrecklichen Sturm in Florida. Und dann hat Tesla eine Pressemitteilung dieser Autohersteller rausgegeben. Sie hätten mal eben ein Update ausgerollt an alle, die das billigere Modell gekauft haben, weil das ja nur softwareseitig runtergeregelt war, die Batterie. Sie können jetzt doch die volle Batterie ausfahren, weil wir haben ja eine Notsituation im Land. Für eine Woche haben wir ihn das mal eben freigeschaltet, per Knopfdruck. Ich wäre gerne dieser Chef einer Firma, der die Lage hat, also der eine Entwicklungsabteilung hat, die das umsetzen kann in Minuten. Der kann das einfach entscheiden, hat die Idee seines Lebens, hat die positive Presse und er hilft damit aktiv Menschen. Und es läuft trotzdem durch die Testpipeline bei denen durch. So zumindest die Theorie, der Mythos. Ja. Wollen wir vielleicht noch fragen, wer das heute schon macht? Also wer macht sehr häufige Releases, kontinuierlich zum Kunden releasen? Meinst du mehrfach am Tag, mehrfach die Woche, mehrfach im Monat? Mehrfach im Quartal. Gefühlt häufig. Also wir hatten irgendwie 5 oder so, die Hände gehoben haben. Okay. Was macht der Rest? Was ist so ein üblicher Release-Zyklus?
Zu lang? Monatlich? Okay. Also wir reden ja jetzt hier nicht über kritische Bugfixes, die wir ausliefern, sondern wir reden wirklich drüber, neue Funktionalität, Verbesserungen in unserem Produkt dann auszuliefern. Monatlich? Halbes Jahr? Bietet jemand mehr? Wöchentlich? Okay. Du hast gesagt, Verbesserung ausliefern, das wage ich zu bezweifeln, dass es immer sich um eine Verbesserung handelt. Du meinst, es gibt nicht nur Inkremente, sondern manchmal auch Dekremente? Möglich. Genau. Und Neno und ich, wir sind ja bei Kunden unterwegs und versuchen, die von der Entwicklerebene über Manager etc. davon zu überzeugen, dass es eigentlich eine gute Idee ist, in der Lage zu sein, häufig Software ausliefern zu können. Und dann fangen wir an, mit den Leuten zu diskutieren und sagen, hey, damit könnt ihr euch die und die Chancen erschließen. Und das Nummer 1 Szenario, das dann passiert, ist, dass bei den Leuten erstmal alle roten Ampeln angehen und sagen, häufige Releases, mehrfach pro Woche oder sonstiges, stopp, geht bei uns gar nicht. Warum? Prozesse? Und vor allem, was wir sehen, Nummer 1, das Thema Qualität, das Thema Testen. Wir können nicht in diesen kurzen Zyklen mit unseren heutigen Testprozessen agieren. Wir müssen Testautomatisierung erstmal ermöglichen. Also wir starten jetzt dann gerade ein Projekt. Da wollen wir investieren in Testautomatisierung. Eine Test-Coverage von 80% wird angestrebt. Wir rechnen im Moment, dass wir so in 1 bis 2 Jahren soweit sein werden. Wir haben gerade ein Team in Indien angeheuert, das für uns die Test-Suites erstellt. Hört sich das bekannt an für den einen oder anderen? Aber ich glaube, diese Kausalität kommt bekannt vor. Ne? Wenn wir täglich releasen wollten, bräuchten wir ja flächendeckende Tests, oder? Ist es überhaupt jemals realistisch, flächendeckende Tests zu bekommen? Werden wir jemals das Geld dafür bekommen und die Zeit? Und hätten wir dann auch alle Probleme erschlagen mit? Ich glaube, dann säßen wir nicht hier, wenn es so wäre. Und wir haben vorhin ja schon mal kurz die Umfrage gemacht. Wer vertraut denn seinen automatisierten Tests? Also einfach nur eine Metrik erreicht zu haben, hilft uns ja noch nicht wirklich, dass wir sagen, wir können unseren Tests richtig vertrauen. Und wir glauben, dass die fehlende Testautomatisierung an der Stelle eigentlich nicht das eigentliche Problem ist. Es verhindert etwas, das wir als viel wichtiger empfinden. Und das ist das Streben nach Continuous Delivery, was für uns gleichzusetzen ist mit Continuous Learning. Auf das wollen wir an der Stelle einfach ein bisschen hinaus. Wir wollen im Grunde genommen versuchen, hier ein paar bestehende Denkstrukturen auch in Frage zu stellen. Wir wollen versuchen, ein paar Impulse zu geben, Dinge neu in einer anderen Form zu denken. Bestehende Dinge, die gegeben sind, die wahrscheinlich schon immer so waren, die in unseren Organisationen zum Teil tief verwurzelt sind, die wollen wir versuchen, so ein bisschen in Frage zu stellen und einfach mal zu sagen, hey, muss es wirklich so sein? Wie könnte es anders aussehen? Und da haben wir einfach ein paar Thesen mitgebracht, die wir vorstellen wollen. Diese Thesen sind zugegebenermaßen etwas provokant. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass jeder sagt, ja, genau so muss es sein und genau so machen wir es ab morgen und alles wird gut. Aber das Ziel ist dabei, einfach mal zu versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen und über diese Themen nochmal aus einem anderen Blickwinkel dann nachzudenken. Wenn wir Softwareentstehung uns betrachten, dann sieht man, dass man eigentlich fast egal, wie man arbeitet, agil, nach Wasserfall oder sonst irgendwie, haben wir immer so gewisse Phasen, in denen wir arbeiten. Es gibt irgendwie eine Planungsphase, Design, wir implementieren, wir testen und dann, wenn es vom Test das grüne Licht gab, geht die Software in Betrieb. Und das tun wir halt im agilen Kontext.
wesentlich häufiger, schneller, vielleicht auch ein bisschen anders organisiert. Aber im Grunde genommen ist das das, was man ganz, ganz vielen Unternehmen beobachtet. Und es ist ja häufig, wir sagen ja nur Test und Test ist ein bisschen schwammig formuliert, aber in vielen Fällen heißt Test ja eigentlich so eine Art Endkontrolle oder Nachkontrolle. Ne? Wir bauen das Produkt, es hat egal wie lange gedauert, es ist fertig und es guckt einer drüber. Und was wird er jetzt sagen? Es ist okay oder nicht? In wie viel Prozent der Fällen nimmt das ab? In wie viel Prozent der Fällen geht es zurück? Wenn ich mit einem Bäcker spreche, der wird nicht am Ende drauf gucken und sagen, oh, die Brötchen sind schlecht. Er wird versuchen, Qualität viel früher reinzubacken und nicht erst am Ende. Denn hier am Ende ist ja schon die ganze Zeit draufgegangen. Wir haben schon programmiert, wir haben uns schon ein Design entschieden, wir haben bereits geplant. Das heißt, die Zeit ist weg und jetzt merken wir, dass wir ein Qualitätsproblem haben. Das ist nett. Es ist gut, dass wir es noch gemerkt haben. Es ist gut. Aber es ist ein bisschen spät, um es noch zu verändern. Wenn man Probleme lösen will, tut man das meistens nicht da, wo sie auftreten. Also zumindest nicht da, wo sie bemerkt haben, sondern wir suchen, wo wir Wirklichkeit die Probleme haben. Also wenn wir uns einen klassischen Produktionsprozess vorstellen, keine Ahnung, wir bauen Autos. Ich glaube, es käme dann niemand auf die Idee zu sagen, okay, wir haben ganz am Ende vor der Auslieferung zum Kunden so ein Quality Gate und entscheiden dort, ja, kann raus zum Kunden, nee, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Ja, ist okay, geht durch. Wir können quasi nicht die Qualität am Ende erst sicherstellen, die Qualität quasi in unser Produkt einzubauen. In der klassischen Produktion werde ich immer hergehen und werde versuchen, diesen Prozess davor auf Qualität zu trimmen. Und am Ende habe ich kein Quality Gate, sondern ich habe quasi eine Qualitätsmetrik, die mir sagt, wie gut funktioniert mein Prozess davor und an welchen Stellen können wir hier noch optimieren. Und diese Endkontrolle gibt es immer noch, nur wir erwarten eigentlich hier nichts mehr zu finden. Wenn der Tester hier etwas findet, heißt es, dass wir vorne irgendwo den Prozess noch nicht auf Qualität getrimmt haben. Und das ist fundamental ein ganz anderes Denken, eine andere Sichtweise auf das Thema Testen, als wir das sonst üblich hatten in der Vergangenheit. Also es geht nicht darum, dieses Quality Gate, Daumen hoch, Daumen runter, sondern es geht darum, zu lernen, wo sind wir noch nicht gut genug und wie müssen wir unseren Prozess davor optimieren. Hier, in diesem Bereich, da entsteht die Qualität und nicht am Ende in der Testphase. Und wir wollen da natürlich inkrementell hingehen. Das heißt, wir wollen schon bei der Entstehung, bei der Entwicklung die Verbesserung erreichen. Wir bekommen ja Feedback, sowohl vom Test eben, dass alles, was die hier finden, heißt, wir müssen hier noch weiter optimieren. Und natürlich aus dem Betrieb. Wenn Software wirklich abstürzt, kriegen wir natürlich auch ein Feedback. Und das wollen wir einarbeiten, um diese drei Schritte hier vorne zu verbessern, bis hin zu dem Ziel, dass wir irgendwann in der Endkontrolle nichts mehr finden. Kleine Schritte, kontinuierliche Verbesserung. Und eigentlich hast du was ganz Entscheidendes im Moment auch gesagt. Ja, wir wollen den Betrieb nutzen, um daraus zu lernen, wie wir die Qualität unseres Produktes verbessern können. Wir haben ja sogar noch einen Pfeil, aber der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der geht da lang. So. Und das ist für uns eine wichtige Quelle. Es geht also darum, auch diese Probleme, die wir haben im Betrieb, herzunehmen und nicht einfach möglichst schnell nur zu lösen und sagen, hey, jetzt funktioniert es wieder. Gott sei Dank, können wir es vergessen und können weitermachen. Hier gilt der gute alte Slogan, aus Fehlern lernen. Also wir können tatsächlich Fehler für uns nutzbringend einsetzen, indem wir versuchen herauszufinden, was hat denn zu diesem Fehler geführt? Wie hätte unser Prozess anders aussehen müssen, damit wir diesen Fehler nicht bekommen? Wie können wir für die Zukunft daraus lernen, dass wir uns anders aufstellen müssen, damit wir ähnliche Fehler in der Zukunft nicht haben werden? Fehlern aus der Produktion kann man eben super für Priorisierung nutzen. Wenn ich in der Implementierung mich entscheide, einen Unit-Test zu schreiben, weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob er mich jemals retten wird. Wird er jemals rot leuchten? Wird er uns jemals einen Qualitätsvorteil bringen? Vielleicht schreibe ich ihn nur, er kostet Zeit und er wird mir nie helfen. Das ist in dem Moment völlig unklar. Und da sehe ich natürlich auch ein, wenn es dann in die Kostendiskussion geht. Du schreibst für jeden Code immer Unit-Tests, das kostet viel Geld. Wenn ich andersrum anfange und sage, wir haben ja schon eine Software, die stürzt ja schon beim Kunden ab. Und es wäre gut, wenn wir den Fehler nicht ein zweites Mal machen würden. Auch das macht eher eine schlechte Reputation. Dann nehme ich das doch als mein priorisiertes Backlog für die Unit-Tests und schreibe dann passende Tests, damit diese Fehler nicht wieder auftreten können.
Bei den Unit-Tests weiß ich aber, die nutzen mir auf jeden Fall. Denn die haben ja schon bewiesen, dass es kaputt gehen kann. Ganz wichtige Quelle, die manchmal weggelassen wird beim Testen. So, unsere Thesen. Wir steigen ein mit der These, für die Qualität sind die Entwickler verantwortlich. Punkt. Für die Qualität ist nicht der Tester verantwortlich, steckt da dahinter. Und für die Qualität ist nicht unser Prozess verantwortlich. Was ich ganz häufig beobachte, leider, ist die Situation, dass Leute glauben, wir können durch geeignete Prozessvorschriften Fehler vermeiden und ein ausgeklügeltes Qualitätshandbuch wird dazu führen, dass wir die Qualität unseres Produktes optimieren. Es gibt einen schönen Spruch, Quality comes from people, not from process. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Es geht um die Leute, die dahinter stecken, die das Produkt bauen. Die müssen die Qualitätsverantwortung annehmen und denen müssen wir auch klar machen, dass sie für die Qualität verantwortlich sind. Nicht irgendjemand anderer, jemand Nachgelagerter, jemand, der für den Prozess verantwortlich ist. Die Leute, die den Code schreiben, die haben die Verantwortung für die Qualität. Deshalb kommen ja in diesen ganzen modernen Organisationsformen wie Scrum oder DevOps keine Tester mehr vor. Was nicht heißt, dass nicht getestet werden soll oder dass die Tester jetzt arbeitslos sind, sondern wir brauchen das viel, viel früher. Das Team trägt die Verantwortung für die Qualität, nichts, was danach passiert. Wir haben viele Tester eigentlich in diesen Strukturen. Jeder ist Tester. Genau. Jeder ist ein bisschen Tester. Und jeder muss diese Verantwortung auch übernehmen. Also folgende Situation, stellen wir uns vor, wir haben irgendeinen kritischen Fehler, der aufgetreten ist in unserem Produktivbetrieb. Jetzt kann ich natürlich die Frage stellen, wer ist schon schuld daran? Ist es derjenige, der den Code geschrieben hat, der diesen Fehler erzeugt hat? Ist es derjenige, der es getestet hat und den Fehler beim Testen nicht gefunden hat? Oder fühle ich mich auch verantwortlich, obwohl ich keine Zeile Code geschrieben habe und keinen Test dabei gemacht habe? Aber ich bin Teil dieses Teams und fühle mich mitverantwortlich. Vielleicht habe ich ja schon irgendwie gewusst, oh, da gibt es ein Szenario, da könnte es kitzlig sein. Ich habe mich aber einfach rausgehalten, die Kollegen, die werden das schon machen. Und diese gemeinsame Verantwortung, die brauchen wir, dass das tatsächlich mehrere Leute sich an der Stelle verantwortlich fühlen. Und das wird letztendlich zu einer möglichst guten Qualität führen. Thomas, das machen doch viele schon, die haben einfach gar keine Tester. Dann ist das Problem doch schon gelöst. Eben. Ja. Vielleicht wir fragen mal, wer hat alles Tester da, also die im richtigen Leben Tester zur Verfügung? Oh ja, die Hälfte im Raum, nicht schlecht. Ich meine, läuft's gut? Ach nee, ich frage besser nicht. Da ist ja schon inhärentes Problem. Ne? Die einen stellen etwas her, es ist eigentlich fertig, mit Liebe zusammengebaut und die anderen sollen es jetzt überprüfen. Das kann eine andere Abteilung sein, das kann eine andere Firma sein, die beauftragt wurde. Und wir haben ja schon ein komplett anderes Ziel vor Augen. Das Ziel des Entwicklers ist, eine Software zu schreiben, wie wir jetzt gelernt haben, auch mit Qualität, wenn es geht. Das Ziel der Testabteilung oder der Testfirma ist, was ist eigentlich ihr Ziel? Fehler zu finden. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Ziel ist. Ich hätte eher gesagt, die Qualität zu erhöhen. Aber genau, häufig, wenn es so eine externe Firma ist, die wird wirklich beauftragt, Fehler zu finden. Die stehen also blöd da, wenn sie lange nichts gefunden haben. Also selbst wenn, angenommen, wir haben eine richtig gute Software. Was wird also dieses Testteam finden? Die werden was finden, sonst sind sie ja unnütz. Ja? Also sie werden was finden, wenn es Kleinkram ist. Wenn sie sagen, oh, um ein Pixel könnte man noch in der Toolbar. Also es wird Kleinkram kommen. Wir werden also Buglisten gefüllt bekommen. Die Frage ist natürlich, ob das wirklich die dringendsten Sachen waren, die wir sehen wollten. Weil wir unterschiedliche Ziele hier haben. Und es ist nicht die Qualität des Produkts, die da im Vordergrund steht. Unsere zweite These lautet, ohne Leidenschaft keine Qualität. Und zwar, was wir hier meinen, vor allem ist die Leidenschaft des Entwicklers für sein Produkt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wenn wir als Entwickler sagen, wir lieben unser Produkt, wir finden das toll, wir finden es klasse, wird das einen nachhaltig positiven Einfluss auf die Qualität dieses Produktes haben.
wenn ich sage, boah, eigentlich finde ich es total langweilig, hier irgendwie, keine Ahnung, Abrechnungssoftware zu bauen. Irgendwie gibt mir das gar nichts. Total blöd. Irgendjemand gibt mir irgendwelche gesetzlichen Vorschriften, die muss ich halt da in den Code einbauen. Boah. Da sind ja im Prinzip sind da zwei Dinge drin versteckt in diesem Satz. Das eine ist eben das Thema Leidenschaft. Und Leidenschaft eben entsteht nicht, wenn ich eine Buchhaltungssoftware oder so eine Business-Software schreibe, entsteht sie nicht von selbst. Ich kann nicht erwarten, dass die Entwickler da inhärent motiviert sind, eine langweilige Steuersoftware zu schreiben oder so. Sondern sie müssen auch eben ja verstehen, wie arbeitet unser Endbenutzer damit? Was hat der für einen Prozess? Welches Problem lösen wir bei ihm eigentlich? Vielleicht brauche ich mal Kontakt mit einem richtigen User meiner Software, um zu verstehen, wie der arbeitet. Vielleicht ein Gesicht vor Augen, damit ich weiß, den User mache ich jetzt glücklich mit diesem Feature. Wenn ich nie mit einem Kunden rede, wüsste ich schon gar nicht, wo die Leidenschaft und die Motivation herkommen soll. Und das ist etwas, wo ich sehe, dort investieren Unternehmen extrem wenig, um diese Leidenschaft zu wecken. Für viele ist es so, die Softwareentwickler, die sollen halt das Backlog abarbeiten. Den größten Sinn drumherum und warum unsere Software wirklich wichtig ist, warum es auch toll ist. Erlebnisse, die vielleicht unser Vertrieb hat, draußen bei den Kunden oder ähnliches, das müssen die ja nicht mitkriegen. Die schotten wir ab, die wollen wir nicht stören, die sollen konzentriert an ihrem Code arbeiten. Features abarbeiten. Genau, das Backlog muss kürzer werden. Das ist unser Ziel. Wie soll durch so etwas Leidenschaft entstehen? Ich finde es schade, dass man den Entwicklern nicht einfach die Möglichkeit bietet, das große Ganze besser verstehen zu können, das besser einordnen zu können. Sagen, was macht unsere Software so toll? Wie reagieren die Kunden drauf? Wir haben einen gemeinsamen Kunden, bei dem ist es so, da gibt es die Regel, da muss jeder Entwickler mindestens einmal im Monat an der Anwender-Hotline für einen Tag arbeiten. Oh Gott, ja, genau. Genau. Oh Gott. Aber seit die das eingeführt haben, haben sie messbar nachgewiesen, dass die Qualität des Produktes gestiegen ist. Die Anwenderzufriedenheit ist im Laufe der Zeit besser geworden. Weil die Entwickler mit einem ganz anderen Verständnis und Bewusstsein die Applikation erstellen. Und das bringt uns zu dem zweiten Punkt, der hier hinter steht. Qualität kann man nicht verordnen oder anordnen oder als Richtlinie formulieren und danach wird sie sich von selber einstellen. Sondern wir müssen die Leute eben motivieren. Und wir motivieren sie, indem wir diese Leidenschaft wecken fürs Produkt. Dafür müssen sie mehr verstehen, als nur, was bei ihnen bestellt wurde. Sie müssen den Kontext verstehen, den Kunden verstehen, damit sie eine gute Software programmieren können, für die sie brennen. Denn wenn sie für die Software brennen, werden sie sie auch gut programmieren. Ich muss schon wieder schmunzeln, Thomas. Häufige Releases verbessern automatisch die Qualität. Wer glaubt, dass das so stimmt, dieser Satz? Wer würde es sofort unterschreiben? Mehr Updates heißt bessere Software? Es sind noch nicht alle überzeugt, Thomas. Genau. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr Werbung für diese These aufstellen. Genau, also man sieht schon, von wem die These stammt. Also ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit Neno auch davon zu überzeugen, aber es sind leider zu viele Beispiele im richtigen Leben, wo es noch nicht ganz so. Ich glaube, dass, wie eingangs auch in diesem Prozess dargestellt, die Qualität in der ersten Linie auf Lernerfahrungen basiert. Wenn ich mir vorstelle, ich schreibe heute ein Stück Code, baue eine neue Funktionalität in meine Software ein, die wird frühestens in 6 Monaten von dem ersten Anwender benutzt, weil wir in 6 Monaten diese Funktionalität releasen und 3 Wochen nach unserem Release landet der Bug bei mir auf dem Schreibtisch, wo irgendjemand sagt, hey, das hat nicht funktioniert, ist abgestürzt, bitte reparieren. Wie bitteschön soll hier an der Stelle eine nachhaltige Lernerfahrung eintreten, zu sagen, ja, ich kann darauf reagieren und kann lernen und kann die Qualität unseres Produktes so nachhaltig verbessern. Das funktioniert viel besser, wenn die Schmerzerfahrung unmittelbar ist. Wenn wir direkt oder zeitnah
nach dem Erstellen einer Funktionalität Feedback bekommen, hat es gut funktioniert oder nicht gut. Dann kann ich darauf reagieren. Der zweite Aspekt ist der, dass wir für häufige Releases möglicherweise unsere Strategie anpassen und beispielsweise dann versuchen, Fehler und Probleme, die auftreten, stärker einzudämmen und schneller und besser darauf reagieren zu können, statt uns ausschließlich darauf zu fokussieren, Fehler im Vorfeld zu vermeiden. Das ist so ein bisschen... Frage? Also was bedeutet häufiges Releasen? Ich will keine feste Antwort drauf geben, weil ich glaube, dass es von der Umgebung, von dem Produkt, von dem Szenario, in dem wir unsere Software entwickeln, abhängt. Aber ich denke, es sollte mehrfach pro Woche sein. Thomas hält auch Vorträge, wo er übrigens sagt, 10 Releases am Tag sind Minimum. Das traut er sich jetzt noch nicht zu sagen. So als Richtwert. Die Fähigkeit, das zu haben. Nicht, dass du jeden Tag 10 Releases machst. Die Fähigkeit, es zu tun, wenn es nötig wäre. Wie bereitest du da noch Schulungen und Kram vor? Eine hervorragende, eine von sehr vielen Herausforderungen, wenn du zu den Releases kommen willst. Der Otto-Versand hat letztens gesagt, sie haben pro Woche 750 Releases von Software. Kleine? Ja, wenn du 10 am Tag release, glaube ich nicht, dass du große Produkte geschrieben hast in diesen Stunden. Ja, sie sind sehr klein. Wie groß ist das Risiko einer kleinen Änderung? Wie viel musst du testen, um nur diese kleinen Änderungen zu testen? Wie viel Schulung brauche ich, um kleine Änderungen meinen Kunden auch näher zu bringen? Aber das sind nicht die Update-Zyklen, das sind die Major-Release-Zyklen, ne? Ja. Jetzt halt wir einzelne Feature kriegen, okay. Ich weiß nicht, was die Intention von Apple war und welches Problem sie damit lösen wollen, kann ich nicht so sagen. Ich kann nur ein kurzes Beispiel aus der Microsoft-Welt geben. Es gibt 2 Teams, die mir dazu exemplarisch einfallen. Das Windows-Team vor ein paar Jahren hat ja so grandiose Systeme hergestellt. Einige werden es noch kennen, Windows Vista zum Beispiel, gibt da so ein paar andere schöne Windows-Versionen. Und da war es wirklich so, wie der Thomas vorhin erzählt hat, man hat was programmiert und sogar die ersten 6 Monate konnte man es nicht mal starten. Es war noch nicht so weit, dass man es starten konnte. Man hat es einfach darauf hin programmiert, eingecheckt und vielleicht klappt es ja irgendwann. Nach 6 Monaten durfte man das erste Mal Windows starten. Kann man sich ja vorstellen, wie gut das lief. Hat dann wieder 6 Monate gedauert, bis es mal gestartet ist und so weiter. Und man war übrigens meistens nicht mehr im Windows-Team selber, hat dann schon innerhalb von Microsoft einen neuen Job angenommen, als das Ding später beim ersten Kunden war. Das heißt, man hat noch nie erfahren, ob jemals irgendjemand dieses Feature gut fand oder genutzt hat, man hat keine Ahnung. Heute arbeitet Microsoft in vielen Teams anders, selbst bei Windows. Und wir kennen das Visual Studio Team sehr gut. Und was die programmieren, ist 3 Wochen später für mehrere Millionen User da. Von welchen dieser beiden Entwicklertypen versprechen wir uns eine höhere Qualität? Von dem, der weiß, was ich jetzt einchecke, haben in 3 Wochen mehrere Millionen Leute? Oder von, ich werde es eh nicht mitkriegen, es ist in 2,5 Jahren. Frühestens. Wer schreibt besseren Code? Okay, da war eine Frage. Jawohl. Ja, eine Aussage, auch gut. Ja. Jetzt müssen wir aufpassen, was Beta ist oder wie hier dieser Zugriff ist. Also wir deployen auf die Live-Umgebung.
Microsoft deployt alle 3 Wochen, was 800 Entwickler programmiert haben, live in die Cloud. Für jeden User. Die Features sind alle unsichtbar. Sicher? Bei Cloud-Diensten? Mit denen Sie Geld verdienen? Ihre Haupteinnahmequelle, die neue? Wäre mir nicht so sicher. Ja. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Also ich glaube, was die Diskussion auch sehr schön zeigt, ist, und darauf wollen wir auch hier mit dem Punkt ein bisschen raus, wenn wir einfach das, was wir in der Vergangenheit getan haben, unsere Prozesse, die wir in der Vergangenheit hatten, nehmen und sagen, hey, ab jetzt tun wir mehrfach pro Woche damit releasen, dass das keine wirklich gute Idee ist. Ich glaube, da können wir uns ganz schnell drauf einigen. Sondern es geht ja darum, dass wir sagen, wir müssen versuchen, neue Möglichkeiten zu finden, um diese Herausforderungen, die entstehen, wenn wir häufige Releases erreichen wollen, wie können wir die adressieren? Wie können wir unser Produkt, das vielleicht heute noch über ein MSI-Paket verteilt wird, wie können wir einen Update-Prozess optimieren? Wie können wir beispielsweise hergehen und sagen, wir stellen jetzt nicht auf Knopfdruck die neue Version unserer kompletten Anwenderbasis auf einen Schlag zur Verfügung? Und wenn schon Probleme, dann soll bitte schön die auch jeder haben, sondern wir nehmen vielleicht erstmal einen kleinen Benutzerkreis, die bekommen die neue Version. Und wenn da alles gut geht, schalten wir den Benutzerkreis sukzessive weiter. Wir haben vielleicht Mechanismen drin, dass wir sagen können, sobald wir feststellen, es gibt mit der neuen Version ein Problem, können wir zurückschalten, alle Anwender arbeiten wieder mit der alten Version. Das sind Dinge, die sicherlich so im Web- und im Cloud-Bereich im Moment viel weiter sind, weil es da natürlich einfach ist. Da bin ich oftmals ja auch als Softwareanbieter Herr über die Infrastruktur dahinter. Aber genau diese Konzepte und Mechanismen lassen sich mit etwas Kreativität auch auf klassische Desktop-Applikationen übertragen. Und dafür wollen wir an der Stelle ein bisschen werben, dass wir sagen, wenn wir häufige Releases anstreben, werden wir unsere Mechanismen, unsere Prozesse, unsere Art, wie wir Qualitätssicherung betreiben, anders organisieren. Wir werden vielleicht einen Teil unserer Energie nehmen und darüber nachdenken, zum Beispiel, wie können wir im Produktivbetrieb schneller und besser reagieren, wenn es dort Probleme gibt. So ein bisschen vergleichbar mit Brandschutz. Ich kann natürlich versuchen, den Brandschutz so zu erhöhen, dass ich die Wahrscheinlichkeit für ein Feuer noch weiter reduziere. Ab einem gewissen Level wird es richtig, richtig teuer, um ein bisschen was noch zu erreichen an Verbesserungen. Oder ich kann hergehen und sagen, nee, ich stelle einfach einen Feuerlöscher hin, dass wenn es wirklich brennt, kann ich schnell reagieren und schnell agieren und kann quasi die Auswirkungen des Brandes sehr schnell eindämmen. Oder ich habe Sprinkleranlagen oder sonstige Dinge, die wir dort in diese investieren. Und das Gleiche sollten wir auch mit unserer Software tun, eben nicht nur in Fehlervermeidung investieren, sondern auch die Frage, wie schnell können wir erkennen, dass es ein Problem gibt und wie lange dauert es, bis wir wirklich darauf reagieren können? Wenn wir reden ja über Verbesserung der Qualität und wenn wir über Qualität reden, meinen wir immer die Qualität für den Benutzer, der letztlich mit unserer Anwendung arbeitet. Und wenn wir jetzt mal 2 extreme Varianten vergleichen, ein Team, die haben super Unit-Tests, alles da, sie können aber nur alle 2 Jahre releasen, sie müssen es auf CD brennen, ein MSI, und können frühestens ein halbes Jahr später ein Update machen. Wenn was schiefläuft mit der Software, verliert die Firma richtig viel Geld. Okay, ist das eine Team, haben super Tests, ja, aber wenn doch mal was reinkommt, ein echtes Problem. Team 2 hat keinen einzigen Test. Ein Deployment an all ihre Kunden dauert 1 Minute. Welches Team wäre ich lieber? Natürlich ist es ein bisschen schwarz-weiß, vielleicht ein bisschen von beiden wäre ganz cool, aber durch diese Geschwindigkeit. Und vielleicht ist das ja eine Firma, wo nicht alle User gleichzeitig arbeiten. Das heißt, die merken schon, wenn der erste User ein Problem hat, der ruft vielleicht an und sagt, hier geht was nicht. Sie machen kurz ein Update, sie spielen es ein. Bevor der zweite User es gestartet hat, ist der Fehler schon weg.
weil sie nur eine Minute zum Deployen brauchen ihres Systems. Ja, natürlich ist das mit MSI-Dateien, mit Windows-Software alles vielleicht ein bisschen technisch herausfordernder als mit einer nagelneu, brandneuen Webseite, wo ich nur HTML von A nach B kopiere. Ja, ich muss die passenden Systeme haben, die passenden Server dafür einrichten, mir Gedanken machen, wie das denn läuft. Muss aufpassen, nicht zu viele UI-Änderungen zu machen, um nicht ständig Neuschulungen meines Personals zu haben und der User. Aber es geht uns darum, dass wir glauben, wir können die Qualität nachhaltig erhöhen. Einmal nicht nur mit Testen, aber vor allem durch schnellere Release-Prozesse. Und dass das ein Weg ist dahin, dass es vielleicht 5 Jahre dauert, bis wir täglich 10-mal releasen können, das ist völlig klar. Die Frage ist es überhaupt wichtig, diese Fähigkeit auszubauen? Das heißt, wir bauen nicht unsere Fähigkeit aus, noch mehr Tests zu schreiben, wir bauen unsere Fähigkeit aus, ständig schnell liefern zu können. Habe ich häufige Releases, sind sie sehr viel kleiner. Sehr, sehr viel kleiner. Wenn sie sehr viel kleiner sind, es ist leichter, sie zu programmieren, leichter zu spezifizieren, leichter zu verstehen, leichter die Auswirkungen zu berechnen und leichter wieder zurückzurollen, wenn wirklich was schief geht. Und das Problem mit Releases beginnt ja eigentlich erst dann, wenn User etwas von einem Update bemerken und es dann schief läuft. Und das passiert ja heute häufig. Es kommt ein Release, danach kann ich erstmal 3 Tage nicht arbeiten, muss mich neu schulen und so weiter. Wenn das nicht wäre, ich kriege das Update gar nicht mit, die Software sieht immer noch so aus wie gestern, aber vielleicht sind ein paar Fehler raus, an die ich vielleicht noch gar nicht rangekommen bin, das wäre ja super. Und wir alle kennen das heute. Die meisten Webseiten, die wir nutzen, sei es ein Amazon, was auch immer, updaten ständig diese Webseite. Wir kriegen es als User nicht mit. Das ist doch ein gutes Beispiel, wie ständige Updates aussehen könnten, wenn es gut funktioniert. Klappt halt nicht immer so gut. Ja. Da war noch was. Gerne. Ich kann im Prinzip täglich releasen. Ja. Meine Kunden, das ist die Pharmaindustrie. Ja, die freuen sich sehr über häufige Releases. Pharmaindustrie, ja, herrlich. Installiert so die meisten so 2 bis 3 Jahre. Ja. Hotfix ist so 6 Monate bis 2 Jahre. Ja. Ja. Das ist ja. Aber da ist ein bekannter Fehler, ein langweiliger Fehler, weil es bekannt. Das heißt, der ist auch dokumentiert, da ist ja kein Ding mehr. Aber eine neue Software ist für die immer ein Riesending, egal wie klein es ist, wie groß es ist. Also sehr speziell natürlich die Pharma. Ja. Also, es ist ein Umfeld, was einmal natürlich reguliert ist und auf der anderen Seite sehr hohe Qualitätsanforderungen ja auch hat. Machen wir uns ja nichts vor. Oder wenn ich im Finanzsektor bin, würde ich auch noch einen Tick anders programmieren, wenn ich weiß, ich kann sehr viel Geld verlieren, als wenn ich eine Urlaubsplanungssoftware schreibe. Dann ist mir das gerade nicht so wichtig. Aber ja? Man sieht ja auch, dass es auch in diesem sicherheitskritischen Umfeld Unternehmen gibt, die sich das zutrauen. Ob das gut ausgeht oder nicht, muss man vielleicht auch noch ein bisschen abwarten. Nicht im Pharma-Bereich im Moment, aber wenn wir zum Beispiel uns Tesla anschauen, die ja auch sicherheitskritische Software machen mit ihrem Autopilot, wo ich sage, da hängt auch mein Leben. Im Fahrassistenzsystem bitte, kein Autopilot. Genau, aber ein Stück weit hängt mein Leben als Fahrer oder vielleicht als Verkehrsteilnehmer außerhalb des Teslas auch dran, ob diese Software fehlerfrei funktioniert. Und ich glaube schon, dass hier etwas beginnt, in Bewegung zu kommen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt ab morgen einfach alles häufig releasen und dann wird es schon irgendwie gut gehen und wir sollen auch die ganzen Risiken nicht ausblenden, sondern die Frage ist ja die, was ist letztendlich aus unserer Sicht die richtige Strategie, um die Qualität unseres Produktes sicherzustellen? Und ich glaube einfach nur zu sagen, ein System, das irgendwann mal richtig end-to-end getestet würde, das wollen wir am besten nie wieder anfassen, das lässt sich einfach auf Dauer in der Zukunft nicht durchhalten. Das heißt, wir müssen jetzt beginnen, daran zu arbeiten, andere Strategien zu entwickeln, die uns ermöglichen, auch in so einem sicherheitskritischen Umfeld in der Zukunft nochmal mit kürzeren Releasen trotzdem diese Qualität sicherzustellen. Ganz hinten, ja. Wie willst du mit Release-Zyklen die Qualität sicherstellen, wenn du mal einen Cross-Cutting-Konsort änderst? Ich sag mal, irgendjemand hat sich aus Grund X überlegt, hey, wir ändern jetzt mal das Logging oder Kamikaze-Aktionen mit Makeover, dass man da auf einmal eine neue Datenbank vorhat. Das sind ja echt Sachen, wo ich sage, okay, ich kann da jetzt gleich Release machen und dann
Wie gut klappt das, dieser End-to-End-Test? Finden die das dann? Okay, dann bitte weitermachen. Okay. Ja. Und ich glaube, die Strategie, die man insgesamt versucht, einfach hier anzuwenden, ist Risikoreduktion. Und ich sehe einfach, dass in die Frage, wie können wir das Risiko reduzieren, sehr, sehr häufig die Antwort lautet, wir müssen mehr testen. Und ich glaube, dass wir durch dieses starke Fokussieren ausschließlich auf das Testen viele andere Möglichkeiten, um die Qualität zu verbessern, die Qualität sicherzustellen, einfach erstmal außen vor lassen. Das heißt, was heute beispielsweise mehr und mehr auch genutzt wird, ist, dass man versucht, das Risiko zu reduzieren, indem man eben wegkommt von dieser einmal einen großen Schalter umlegen und alles läuft so, sondern man versucht viel stärker, solche Mischbetriebe zu ermöglichen. Dass man sagt, wir haben einfach zum Beispiel mehrere Instanzen, die parallel laufen und wir können dann einen großen Teil unserer Benutzerlast auf dem alten System lassen und haben quasi erstmal so ein Experimentierfeld und schauen, wie verhält sich da jetzt zum Beispiel die neue Datenbank oder ähnliches. Wir können versuchen, quasi die Auswirkungen von Änderungen erstmal zu minimieren und können dadurch versuchen, das Risiko zu reduzieren. Und das wird sicherlich nicht in allen Fällen immer die beste Option sein, aber wir wollen versuchen, auch hier ja, die Lösungsoptionen einfach aufzuweiten und zu sagen, hey, es geht nicht immer nur um mehr, intensiver, besser testen, sondern lass uns über andere Dinge nachdenken und vielleicht finden wir unter diesen 10 Optionen etwas, das uns helfen könnte, die Qualität zu verbessern, ohne dass es gleich zu einer Kostenexplosion führt. Was reduziert das Risiko am meisten, dass ich sozusagen eine Testmannschaft habe, die viel Geld verschlingt und hoffentlich es findet? Oder ich schaffe einen Weg, wie der Thomas schon sagt, isoliert für einige User, das auf dem wirklichen Live-System freizuschalten, merke, dass die neue Komponente das nicht bringt oder langsamer vielleicht. Vielleicht funktioniert sie ja augenscheinlich gut, ist aber vielleicht langsamer oder macht einen Fehler erst später. Und kann sie dann noch zurückrollen, weil ich mehrere Versionen der Komponente gleichzeitig laden kann. Für die meisten User noch die alte. Man könnte jetzt so ein Stichwort einwerfen, was an der Bassa häufiger gefallen ist für die jungen und dynamischen unter uns. Microservices wäre so ein möglicher Ansatz. Jetzt haben wir es endlich untergebracht. Das musste ja irgendwo in diesen Vortrag rein. Endlich. Danke für die Frage, dass ich Microservices sagen durfte. Ja. Noch eine Frage? Ich glaube, wollen wir einen weitergehen, da kommen wir nämlich gerade in diese Diskussion rein. Es war übernächste, ne? Machen wir einen weiter. In der Produktivumgebung testet es sich am besten. Egal wie viel Mühe ich in Tests stecke, es mag in der richtigen finalen Produktivumgebung nochmal anders kommen. Oder? Also wir haben immer eine Unsicherheit. Das heißt, auf der Staging-Umgebung hat alles geklappt. Das ist auch die Präproduktion. Die ist auch fast so wie unsere Produktion. Und trotzdem wird irgendwann noch mal was an der Produktion kaputt gehen. Und wenn wir das akzeptieren, bitte? Weiß ich nicht. Ich rede davon, ich will, dass meine Software funktioniert. Zum Beispiel. Nochmal rausgeben? Also ich glaube schon, dass es auch um neue Features geht, aber es geht ja hier auch darum, dass wir sagen, wir müssen die Vorstellung von der Produktivumgebung versuchen, davon wegzukommen, dass es heißt, immer alle User. Also heute haben wir eine Version, die produktiv ist und diese eine produktive Version wird von allen Benutzern genutzt. Wenn ich ein neues Release rausbringe, dann wird quasi der Schalter umgelegt und ab diesem Zeitpunkt haben alle User die neue Version. Das heißt, wir können sehr wohl auf der Produktivumgebung sein. Wir können zum Beispiel unsere neue Funktionalität schon mal ausgeliefert haben. Es wird noch kein einziger User die benutzen. Es wird kein einziger User davon irgendwie beeinflusst sein, aber wir haben den Code quasi schon mal auf der Produktivumgebung und können schauen,
funktioniert das Deployment denn? Laufen die Services vernünftig hoch, etc.? Und dann kann ich hergehen und kann erste Test-User einfach mal auf diese neue Version lassen, die jetzt schon auf meiner Produktivumgebung läuft. Alles andere, was wir sonst davor tun, ist immer eine Simulation. Und je nachdem, wie gut die Simulation ist, sind auch die Aussageergebnisse mal besser, mal schlechter. Ich würde euch mal kurz beibringen, weil wir sind eine kleine Firma und wir können uns das auf einer E-Commerce-Plattform erlauben. Da geht es nämlich nicht um Leben und Tod. Wir verlieren auch nicht mit so einem kleinen Feature 2 Millionen Euro die Minute. Das war ein Zusatzfeature, ein Mini-Feature, das haben wir einfach ins Live-System gemacht, nachdem es intern mal kurz getestet war. Und wir hatten das zweimal gemacht, einmal hat es funktioniert und einmal hat es nicht funktioniert und da hat der erste Kunde angerufen und hat Bescheid gesagt und da haben wir den Abend, Leute, wir sind eine kleine Klitsche, wir machen bei der Testautomation viel falsch. Aber dieses Deployment können wir so machen. Das ist halt eine E-Commerce-Plattform, da geht es nicht um Leben und Tod. Und ich würde natürlich nicht ein riesen Datenbank-Update als Referenz hier nehmen. Kleinste Schritte, die kann ich wahrscheinlich besser in der Art testen, als natürlich wirklich die Datenbank und gleichzeitig noch meine C-Sharp-Version im Hintergrund .NET-Framework, mache noch Core und sage dann, das rolle ich aus. Am besten gleichzeitig, jawohl. Ja. Und vielleicht muss man auch das Riesen-Update in kleinen Schritten machen. Dann mache ich eben nicht diese fünf Dinge auf einmal, ne, sondern mache eins nach dem anderen. Microsoft hat, also es gibt 1000 Pattern. Microsoft hat zum Beispiel ein Pattern, dass alles, was sie einchecken, mit dem Datenbankstand von sozusagen dem neuen, der neuen Datenbank jetzt, die ich einchecken will, und der alten auch noch funktionieren muss. Die sind immer kompatibel zu dem letzten Sprint, den sie eingecheckt haben. Somit ist, müssen sie gar nicht die Datenbank zeitgleich einspielen wie das System. Die gucken aber, ist die Spalte da? Wenn ja, nutze sie. Ist sie noch nicht da, nutze sie halt nicht. Das sind ganz einfache Pattern, wie man solche Sachen entkoppeln kann und eben auch riesige Datenbankänderungen klein machen kann. Wenn es wirklich so ein Breaking Change ist, dann fahren wir die Komponente, die Datenbank parallel hoch für einen gewissen Zeitraum. Die komplett neue Datenbank, die alte, wir müssen dann zweimal schreiben. Ja, ist das toll? Weiß ich nicht, es ist ein Übergangszeitraum und irgendwann ist die alte dann weg, wenn wir sie nicht mehr brauchen, wenn wir sehen, es läuft alles. Also kleine Releases heißt doch eben größere Major Releases in ganz kleine Einheiten zu packen, die mit wenig Risiko in ein Live-System eingespielt werden können. Ich kriege aber wirklich das Feedback, sowohl technisch, es läuft auf dem Live-System und dann kann ich langsam die ersten User rauflassen, dass sie es dann noch testen und schnell wieder zurück, wenn ich merke, es läuft nicht so gut. Und was ich mag, was in der Wortmeldung gerade auch mit drin steckt, ist, glaube ich, dass wir müssen auch beginnen, unser System nicht monolithisch zu betrachten, sondern es gibt, glaube ich, bestimmte Bereiche in meiner Applikation, die sind so kritisch und problematisch, da würde ich vielleicht anders vorgehen wollen, was häufige Releases anbelangt. Mit denen würde ich vielleicht auf jeden Fall nicht beginnen wollen, mit häufigen Releases zu experimentieren. Aber jede Applikation hat auch Bereiche, wo man sagt, hey, wenn da mal was schief geht, also da geht die Welt immerhin nicht gleich unter. Wir haben einen Kunden, der macht Software, die sicherheitsrelevant ist, das heißt, die brauchen ein TÜV-Update. Die sind aber hergegangen inzwischen, weil sie häufige Releases erreichen wollten und haben die Software in mehrere verschiedene Komponenten aufgeteilt. Das heißt, es gibt jetzt so eine Safety-Core-Komponente, die muss vorher vom TÜV abgenommen werden, bevor ein neues Release raus kann. Alles, was da drumherum ist, enthält keine safety-relevanten Funktionalitäten und mit denen sind sie auf einmal völlig flexibel und frei, häufige Updates auch dann auszuliefern. Das heißt, genau darum geht es, solche kreativen Lösungen zu finden, und rauszukommen aus diesem Modus, zu sagen, ja, das funktioniert nicht, geht nicht, weil, tralala, da gibt es 1000 Ausreden, warum häufige Releases nicht funktionieren. So ein bisschen vertrete ich hier die These, ja, vielleicht haben wir einfach noch nicht genügend nachgedacht, wie könnte eine kreative Lösung aussehen, dass wir es doch hinkriegen. Und da müssen wir, glaube ich, als Softwareentwickler auch ein bisschen mehr den Ehrgeiz haben, dass wir sagen, wir finden eine Lösung, wir kriegen das hin. Und zwar so, dass es funktioniert, dass unsere Firma nicht dran pleite geht und unsere Kunden nicht uns steinigen wollen, weil nichts mehr funktioniert. Noch eine Folie zurück, ist ja mal übersprungen, das war ja der Punkt, den du eben gesagt hast. Die Lösung, die immer auf der Hand liegt, ist, lasst uns mehr testen, dann wird die Qualität besser. Wir glauben, das stimmt nicht. Ja, einige Tests sind sinnvoll, wir sagen nicht, hört auf mit Tests. Wir sagen aber auch nicht, macht jetzt pauschal ins Handbuch. Jeder muss Unit-Tests schreiben, dann haben wir das Qualitätsproblem gelöst. Ne? Oder mehr Tester einstellen, dann ist das Qualitätsproblem weg. Wir brauchen diese kreativen Lösungen. Und es ist zum Teil sind die gar nicht aus dem Testumfeld, sondern im, wie schreibe ich meinen Code? Dass er defensiv ist, dass er mit Fehlern umgehen kann. In der Cloud zum Beispiel wird jeder Datenbankzugriff so programmiert, dass das 3 bis 5 Mal wieder versucht. Weil in der Cloud ab und zu mal das Netz weg ist und es wieder da, kann halt passieren.
hat man früher im Netzwerk so nicht programmiert. Das muss man einfach wissen. Das ist ein Pattern für defensives Programmieren. Also vielleicht schreibe ich den Code anders. Vielleicht habe ich aber auch ganz andere Ideen, dass ich sage, da muss ich ja gar nicht den Server kontaktieren. Das kann ich zwischencachen. Dann habe ich da ein Problem rausgenommen. Müssen wir mal diskutieren, was Qualität überhaupt heißt. Aber kreative Lösungen finden. Vielleicht kann ich das gesamte Problem sogar reduzieren. Ja, also vielleicht habe ich mit dem User, der die Anforderungen gestellt hat, mit dem Product Owner noch gar nicht genug verhandelt. Ja, zum Beispiel hatten wir einen Kunden, der wollte ein riesen Feature haben. Komplexität war gigantisch. Import aller Daten und Export aller Daten hat er sich gewünscht. Das Team hat das gebaut, schweißgebadet, hat richtig Geld gekostet. Und später haben sie sich doch mal getraut, mal zu ihm zu gehen und zu gucken, was macht er eigentlich mit diesem Datenimport und Export? Exportiert alle Daten, öffnet Excel, ersetzt in einer Spalte einen String und importiert wieder alles. Was das an Rechenleistung und Programmierarbeit gekostet hat, ja, mit der Prüfung der Daten und allem, am Ende ein einfaches Replace, hätten wir ihm das programmiert, das wäre kleiner gewesen, risikoärmer, hätte man in 5 Minuten durchgetestet. Ja. Stattdessen ist der Aufwand und das Testing explodiert für dieses Feature. Warum? Wir haben nicht genug nachgefragt, was eigentlich sein wirkliches Problem war. Wir haben einfach abgearbeitet, was er bestellt hat. Kreative Lösungen heißen auch eben das Problem verstehen und gemeinsam überlegen, wo ist die richtige Lösung. Sie ist manchmal schon in der Anforderung, wo wir schon ansetzen können. Manchmal ist sie im Code. Sie ist auf jeden Fall niemals in der Endkontrolle. Was nicht heißt, dass wir keine Systemtests machen oder keine Endkontrolle machen. Es ist nur, wann immer unsere Endkontrolle was findet, ist vorne irgendwas schiefgelaufen. Es hätte gar nicht so weit kommen dürfen. Was du im Grunde genommen sagst, ein wichtiges Instrument, um Qualität zu verbessern, ist Komplexität zu reduzieren. Komplexität für neue Features, Komplexität für technische Lösungen, Komplexität von bestehendem Code. Das ist eine Strategie, die sehe ich, die ist total unpopulär bei Softwareentwicklern. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass man sagt, hey, ich habe da eine richtig geile Lösung gebaut, irgendwie ein tolles Statement, das hier irgendwie noch was abfragt und da wird hier noch dieses neue Framework eingebunden und da greift er im Hintergrund noch auf diesen coolen Service zu. Was wir an der Stelle an Komplexität in unser Produkt einbauen und was wir damit der Qualität unseres Produktes antun, da fehlt manchmal einfach das Bewusstsein dafür. Und mit solchen Strategien, glaube ich, können wir viel mehr erreichen, um die Qualität zu verbessern, als noch mehr zu testen. Und die Betonung liegt wirklich auf noch mehr zu testen. Also wir wollen hier niemand ermutigen, rauszugehen und sagen, okay, testen lassen wir jetzt weg, bringt eh nichts. Es geht darum, wie können wir die Qualität verbessern. Und die Qualität verbessern wir nach unserer Meinung nur bedingt dadurch, wenn wir alles auf die Testkarte setzen und andere Dinge außen vor lassen. In unseren Trainings, die wir machen, diese Scrum-Trainings, haben wir eine Übung, da gehen wir her und fragen die Leute, wie könntet ihr denn die Qualität eures Produktes verbessern, wenn wir einfach mal alles, was mit Testen zu tun hat, weglassen. Eine komplette Flipchart-Seite reicht nie aus, um alle Punkte aufzuschreiben, die da dann in der Diskussion kommen, wenn die Leute beginnen, einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken. Es gibt so viel mehr, wie man Qualität verbessern kann, wie man die Qualität im Produkt erhöhen kann. So ist es. Wir waren letztens auf einer Testkonferenz, Thomas und ich, wir waren noch nie auf einer Testkonferenz vorher, waren jetzt aber auch ganz gespannt und haben mal erlaubt, auf die Agenda zu gucken, was so vor und nach uns alles so dran ist. Und die Titel geben ja schon ein sehr gutes Bild, was da erzählt wird. Und es war wirklich spannend zu sehen, weil die Hälfte der Vorträge hieß sowas wie, wir brauchen 100%ige Testautomatisierung, alles ohne ist lebensmüde. Ja, das waren am meisten wahrscheinlich Toolhersteller, keine Ahnung. Also da gab es mehrere Berater, die gesagt haben, 100% Testabdeckung oder ihr seid verrückt. Und dann gab es so 2, 3, die gesagt haben, Testautomatisierung ist böse. Nur manuelles Testen ist wirklich sinnvoll. Lasst das ganze automatisierte Test, das ist zu viel Arbeit. Wir machen lieber intelligente manuelle Tests. Aber es waren eigentlich nur Extreme da. Ich glaube, wir waren einer der wenigen, die gesagt haben, nee, es ist mit Nachdenken meistens dann doch der Mittelweg. Ja, wir werden wahrscheinlich beides brauchen, aber nur testen löst es nicht und gar nicht testen auch nicht. Ja. Wir glauben, um die Qualität wirklich nachhaltig zu verbessern, brauchen wir so einen Zyklus, einen Kreislauf. Also es geht nicht darum, die perfekte Qualitätssicherungsstrategie irgendwann mal zu finden, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die setzen sich da zusammen, die Köpfe rauchen und die schreiben alles auf und sagen, so, jetzt haben wir den richtigen Weg gefunden. Das wird nicht funktionieren. Sondern es muss ein kontinuierlicher Lernzyklus sein, dass wir sagen,
wo stehen wir heute mit der Qualität? Wir brauchen darüber die Transparenz. Wir müssen reflektieren, welche Probleme haben wir und wie wollen wir mit denen umgehen? Und dann müssen wir beginnen, Dinge zu verändern, um das besser zu machen. Und je häufiger und schneller wir diesen Lernkreislauf durchlaufen können, umso besser wird unsere Qualitätssicherung am Ende des Tages funktionieren. Und das wiederum hat vieles damit zu tun, wie häufig bekommen wir wirklich echtes Feedback, wie sich unsere Qualität für den Anwender darstellt. Also wie kurz und häufig sind unsere Zyklen. Es gibt ja auch kein Endstadium oder so, ne? Wir müssen wirklich rausfinden, wo stehen wir heute? Wie viele Bugs kommen rein? Wie zufrieden sind unsere Kunden? Wie lange brauchen wir von der Meldung eines Bugs, bis der erste Kunde damit glücklich ist, dass wir ihn rausgenommen haben? Und gehen wir dabei 20 Abkürzungen oder haben wir einen offiziellen Release-Prozess, der auch mal schnell gehen kann? Oder wird dann der gesamte Systemtest von mehreren Wochen einfach mal weggelassen, weil es muss jetzt ja schnell raus? Ja, dann gibt es plötzlich den Release-Prozess nicht mehr. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal diese Sichtbarkeit, Transparenz. Müssen wir stehen, wo stehen wir wirklich? Vielleicht hat sich es über die Wochen verändert, dass man einfach weiß, nicht jeder hat ein Gefühl dafür, wie die Qualität ist, sondern echte Kunden, die uns sagen, wie die Qualität ist. Und dann, egal wo wir heute sind, was ist das, was am meisten wehtut, Kurskorrektur einleiten, das kann man zum Beispiel bei Scrum in so einer Retrospektive einbauen, ja, wunderbar passend, und dann eine Änderung, um diesen Zustand zu verbessern. Stück für Stück das größte Problem angucken, kleine Schritte machen, zur Verbesserung kommen. Bei den einen wird es vielleicht wirklich sein, überhaupt mal Unit-Tests zu machen, weil wir noch gar keine haben. Bei den anderen, die haben vielleicht schon so viele Unit-Tests, die ihnen aber gar nicht helfen. Die werden vielleicht sogar ein paar davon rauswerfen, weil sie ihnen eigentlich gar nicht mehr helfen und sich lieber in solche anderen Dinge wie einen automatischen Release-Prozess investieren oder andere kreative Lösungen. Das wird immer anders sein. Wir werden noch nie einen Endzustand erreichen. Das, was der Nutzer meint, was Qualität ist, verschiebt sich übrigens täglich auch noch. Das hilft auch nicht unbedingt bei der ganzen Sache. Aber das muss man eben hinterfragen und immer leicht korrigieren. Jetzt sagst du den Leuten natürlich, es gibt nicht die perfekte Lösung. Schlimm. Wir können sie euch nicht sagen. Es liegt an euch. Ihr müsst rausgehen und müsst für die Qualität in euren Produkten kämpfen. Und Qualität ist nicht testen. Mhm. Qualität ist Qualität. Und zwar die der User sagt, nicht die wir sagen. Sehr schön. Wir haben noch eine Fazitfolie übrigens. Danach. Nochmal zum Mitnehmen, falls man jetzt kurz eingenickt ist und jetzt wieder da ist. Er ist jetzt nichts Neues drauf oder so, ja. Es ist alles, was eben gesagt wurde, ja. Und das A und O ist immer, verstehen wir eigentlich das Gleiche, weil Qualität ist natürlich auch ein sehr breiter Begriff. Einmal hinsetzen, auch mal mit Kunden reden, was meinen die eigentlich, was Qualität ist. Man wird verwundert sein, was man hört, was Kunden meinen, was Qualität ist oder der Anforderer. Und selbst innerhalb der Entwickler, jeder will Qualität, völlig klar. Ich kenne keinen Entwickler oder Tester, der nicht Qualität will. Aber wenn man mal fragt, was das für einen heißt, dann geht das sehr weit auseinander. Der eine hat eher ein Auge für UI, der andere nicht. Der eine findet Compiler-Warnungen blöd, der andere sagt, die sammle ich schon länger. Nutzt die Fehler, die ihr heute schon habt. Findet Bugs nicht mehr doof. Freut euch für jeden Bug. Wenn ein Kunde anruft und sagt, es ist was kaputt, bedankt euch bitte. Sagt, endlich weiß ich, wo wir ansetzen können mit der Qualität. Ja? Sonst hätte ich einfach pausenlos Unit-Tests für sinnlose Funktionen geschrieben. Jetzt habe ich mal einen konkreten Auftrag. Ja? Bugs sind nicht zum Abarbeiten da, sondern sie sind dazu da, dass wir daraus lernen, dass wir daraus besser werden, dass wir unsere Qualitätsstrategie hier besser priorisieren können. Geht in kleinen Schritten vor, regelmäßig sicherstellen, wie ist die Qualität, ne? Sichtbarkeit, Transparenz, wie viele Bugs kommen rein, bewertet die Lage, sucht euch aus, was ihr als nächstes verändern wollt, zum Beispiel aus den eingegangenen Fehlern irgendwelche Tests schreiben oder andere Qualitätsverbesserungen einrichten. Nutzt das Feedback eures Kunden. Er ist eigentlich der Mann, der euch oder die Frau, die euch am meisten über Qualität erzählen kann. Ja, jetzt sind wir fertig und die wirklichen Probleme dürft ihr jetzt lösen. Vielen Dank. Ja, danke schön.